Vereine und Gaststätten belebten 2017 das Ortsstraßenfest in Vösendorf erneut mit ihrer bunten Vielfalt. Sie luden die zahlreichen Gäste zu Speis und Trank, aber auch zu leckeren Cocktails an ihre Stände. Wieder einmal trockenes Wetter beim Ortsstraßenfest. Mit dem Abschied des langjährigen Organisators Walter Laber scheint sich auch das übliche Regenwetter verabschiedet zu haben. Das freut auch die zahlreichen Vereine, die mit ihren Standeln das Ortsstraßenfest zum Leben erweckten. Wir haben 62 Vereine. Alle 62 können leider hier nicht teilnehmen, weil sie teilweise auch keine Zeit haben, weil wir aber auch den Platz nicht zur Verfügung stellen können, weil unsere Ortsstraße leider etwas zu kurz und zu klein dafür ist. Aber wir wechseln hier immer wieder ab. Immer wieder gibt es neue Vereine, beziehungsweise Vereine, die nicht alle Jahre mitmachen, sie wechseln sich ab. Für uns ist es sehr wichtig, erst einmal macht es viel Spaß und dann unsere Damen sind ja Spitzenbäcker, wenn man das anschaut, diese Mehlspeisen, denen kann man einfach nicht widerstehen, es ist klar. Und einen guten Kaffee dazu, ne? Da ist das Wochenende gerettet. Das ist sehr wichtig und zwar kommt Kommunikation zusammen, nicht? Weil man da siehst Leute, was das ganze Jahr nicht siehst und eine gute Unterhaltung ist auch. Und auch der Ehrenbürgermeister aus der deutschen Partnerstadt Roßdorf kam auf eine Stippvisite vorbei. Was verbindet ihn eigentlich mit Vösendorf? Eine über 30-jährige Partnerschaft, wo ich die Ehre hatte, mit dem damaligen Bürgermeister Raffitzeder 1985 hier die Urkunde zu unterschreiben. Und seitdem wird das gepflegt, in vielfältiger Hinsicht. Und wir kommen gerne nach Vösendorf und die Vösendorfer gerne nach uns. Und auch als Ehrenbürgermeister möchte ich meinen Beitrag dazu leisten und komme gerne, wenn hier eine Einladung kommt zum Ortsstraßenfest nach Vösendorf. Die Gäste kommen von nah und fern. Es ist einfach schön in dieser Atmosphäre, über die Hauptstraße zu bummeln, die kulinarischen Angebote zu genießen und das Kulturprogramm.